Grüezi, schön sind Sie da. Ich vermisse meine Schweizer Familienleserinnen und Leser und freue mich, dass ich Ihnen darf meine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Die Maisprinzessin. Es wurde früh dunkel um diese Jahreszeit. In den Fensterscheiben spiegelten sich die Lichter der Stadt und die blinkenden Girlanden, mit denen Julie das Esszimmer geschmückt hatte. Das ganze Haus funkelte und leuchtete. In einer Ecke stand schon der Weihnachtsbaum, fertig geschmückt, wie es hier üblich war, mit einem Berg von Geschenken darunter. Carla fand das auch nach mehreren Jahren in Amerika immer noch befremdlich. Ich frage mich immer, wie die kleinen Kinder das aushalten. Und dann sind die Geschenke auch noch angeschrieben. Oh, macht man das denn in Schweden nicht so? In der Schweiz, dachte Carla, aber sie hatte es aufgegeben, ihre Freundinnen zu korrigieren. Schließlich konnte sie sich auch nie merken, wo Kansas war und wo Ohio oder ob Ohio sogar in Kansas lag. Bei uns wird der Baum erst am Abend des 24. Dezember aufgestellt und geschmückt, erzählte sie, und zwar vom Christkind selbst. Also natürlich nur von den Eltern, aber so wurde es uns erzählt. Die Kinder dürfen nicht zuschauen, sie werden aus dem Wohnzimmer gesperrt. Bei mir kam manchmal meine Patentante und ging mit mir spazieren, um die Zeit zu verkürzen. Ich versuchte dann immer einen Blick auf das Christkind zu erhaschen, das mit Kerzen und Geschenken beladen unsere Wohnung aufsuchte. Die Spannung war kaum auszuhalten, bis endlich das Glöcklein klingelte. Ich stürmte in die Stube und es war wie ein Wunder. Der geschmückte Baum mit den brennenden Kerzen, richtigen Kerzen aus rotem Wachs, die knisterten und flackerten und es roch so gut. Richtige Kerzen, ist das nicht gefährlich? Fragte Selena. Also ich finde diese Weihnachtshysterie ja ganz unmöglich, fuhr sie fort. Reine Geschäftemacherei und jedes Jahr fängt es früher an. Carla kannte Selena nicht, aber sie war schon den ganzen Abend schlecht gelaunt. Der Wein war zu kalt, im Zimmer war es zu warm, mit dem Essen dauerte es zu lange. Sie wollte auf jeden Fall früh wieder gehen. Manche mussten am Morgen schließlich früh raus. Was allerdings kein Grund war, die Gastgeberin zu beleidigen. Doch Julie lächelte nur. Was kann ich sagen? An Weihnachten kommt das kleine Mädchen in mir raus. Also ich find's schön, erklärte Carla. Nicht so schön wie schwedische Weihnachten, sagte Julie und drückte dankbar Carlas Arm. Das klingt so idyllisch, wie aus einem Märchen. Carla lächelte und schenkte sich Wein nach. Es war auch ein Märchen. Ein Märchen, das sie sich schon als Kind selbst erzählt hatte. Jahr für Jahr. Aber irgendwo musste sie das ja herhaben, diese Vorstellung. Aus Filmen? Aus den Erzählungen der Nachbarskinder? Oder hatte es eine solche traditionelle Weihnachtsfeier wirklich einmal gegeben? Vor der Scheidung? Vor dem Streit? Bewusst erinnerte sie sich nicht daran. Sie wusste nur, dass ihre Mutter in manchen Jahren zu traurig gewesen war, um einen Baum zu besorgen, geschweige denn zu schmücken. Und dass ihr Vater manchmal vergaß, an welchem Tag er sie abholen wollte. Ihre Patentante kam tatsächlich jedes Jahr vorbei. Und manchmal nahm sie Carla dann gleich mit, in ihre WG in der Stadt, wo es rote Spaghetti gab und Filmmarathons. Aber das würde sie Julie nicht erzählen. Das wollte sie ja selber gar nicht mehr wissen. Schließlich lebte sie jetzt in Amerika, dem Land, in dem man sich neu erfinden konnte. Stimmt schon, sagte Julie jetzt in die Runde. Die Kleinen sind ganz aufgeregt. Wundert euch also nicht, wenn sie jeden Moment raufkommen, um die Geschenke zu schütteln und die Strümpfe abzutasten. Seit kurzem wohnte Julies erwachsene Tochter mit Mann und Kindern in der Einlegerwohnung im Souterrain. Carla versuchte sich an die Namen der kleinen Enkelinnen zu erinnern. Julie erwähnte sie ja oft genug. Sie stand auf und trat zum Kamin, wo die prall gefüllten Weihnachtsstrümpfe baumelten. Jeder mit einem Namen bestickt. Heather las sie, Maya, Minnie. Die Strümpfe hingen dicht an dicht. Julie hatte eine große Familie, viele Freunde. Vielleicht könnte sie sich ja dazu einladen, dachte Carla, wenn sie nicht mit Eddie feierte. Oder sie konnte auch dieses Jahr wieder auf ihr eigenes Ritual zurückgreifen. Rote Spaghetti und einen Filmmarathon. Der Kaminsims war mit gerahmten Bildern übersät. Wahllos nahm sie eins in die Hand. Es zeigte Julie und Mark als junges Paar, strahlend.
Julie trug eine glitzernde Plastiktiara auf dem Kopf. Vielleicht war es ihr Hochzeitstag. Vielleicht auch einfach die Mode der 80er Jahre. Das Bild stimmte Carla wehmütig. Seit über 40 Jahren waren Julie und Mark ein Paar. So lange lebten sie auch schon hier, am selben Ort, im selben Haus. Sie hatten Kinder und Enkel und Freunde. Sie waren sesshaft, verwurzelt. Carla hingegen wusste nicht, wie oft sie schon umgezogen war. Sie fing immer wieder von vorne an. Im Leben, im Beruf, in Beziehungen. Ob das eine Notwendigkeit war oder eine Wahl oder einfach ihr Leben, das fragte sie sich gar nicht mehr. Sie stellte das Bild zurück an seinen Platz, bevor sie sich wieder zum Tisch umdrehte. Eddie hob sein Glas und zwinkerte ihr zu. Doch sie hatte den gerührten Blick noch aufgefangen, mit dem er sie beobachtet hatte. Eddie liebte sie, das versicherte er ihr mehrmals täglich. Sie würde ihm gern dasselbe sagen, aber sie war mit dem Wort Liebe nicht so freigebig wie die Amerikaner. Außerdem kannten sie sich noch gar nicht so lange, noch kein Jahr. Hier hatten sie sich kennengelernt, in diesem Haus, an diesem Tisch. Eddie arbeitete mit Julie in der Stadtbibliothek. Das hatte Carla gleich für ihn eingenommen. Als sie Julie und Mark kennengelernt hatte, vor Jahren an einer Party, hatte sie vor Begeisterung in die Hände geklatscht. »Wie? Du bist Bibliothekarin?« hatte sie gerufen. »Das ist ja toll! Ich liebe die Stadtbibliothek!« Mark war damals schon ein recht bekannter Künstler und gewohnt, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Doch das schien ihn gar nicht zu stören. Lächelnd hat er ihnen zugehört, nur ab und zu eine Anekdote aus Julies Berufsleben beigetragen. Das hatte Carla gefallen, das kannte sie nicht. Zu Beginn ihrer Freundschaft hatte sie heimlich darauf gewartet, dass Julie sich über Mark beschwerte oder dass sie gar in ihrer Gegenwart stritten. Doch das passierte nicht. Einmal hatte sie Julie gefragt, was das Geheimnis ihrer Beziehung sei. Sie hatte nur mit den Schultern gezuckt. Wir mögen uns halt. Carla mochte Eddie. Konnte es wirklich so einfach sein? Sie schaute zu ihm herüber, der sich jetzt angeregt mit Selenas Mann Luis unterhielt und trotzdem immer wieder ihren Blick auffing. Eddie war ein netter Mann, das hatte sie sofort gemerkt. Mit netten Männern hatte sie wenig Erfahrung. Daran war sie hauptsächlich selbst schuld. Als junge Frau hatte sie das Drama gesucht, nicht die Sicherheit. Jetzt war sie bald 40. Um eine eigene Familie zu gründen, war es wohl zu spät. Eddie war außerdem 12 Jahre älter als sie, zweimal geschieden, er hatte bereits 3 Kinder, die er nie gleichzeitig sehen konnte und nie alle am selben Feiertag. Trotzdem hatte er Carla eingeladen, dieses Jahr mit ihnen zu feiern. Heiligabend mit den Zwillingen, Weihnachtsmorgen mit seinem großen Sohn. Sie hatte gesagt, sie müsse sich das überlegen. Jetzt fragte sie sich, was es da zu überlegen gab. Eddie stand auf und hob sein Glas auf Julie, die gerade pensioniert worden war. »Ich verspreche dir, dich nicht mehr als zweimal täglich anzurufen«, sagte er. »Hört, hört! Auf Julie! Auf uns!« Sie feierten alles Mögliche an diesem Abend. Die Jahreszeit, Marks gelungene Ausstellung, die Tatsache, dass sie alle ein weiteres Jahr hinter sich gebracht hatten, ohne allzu viele Beulen und blaue Flecken davon zu tragen. Und eben Julies Pensionierung. »Schön, wenn man sich das leisten kann«, murmelte Selena. »Ich werde wohl arbeiten müssen, bis ich tot umfalle. Aber das kommt eben davon, wenn man meint, man müsse einen Künstler heiraten.« Betretenes Schweigen folgte auf diese Aussage. Julie war schließlich auch mit einem Künstler verheiratet. »Es können ja nicht alle einen Bibliothekar heiraten, was, Carla?« rief Eddie, der vielleicht ein Glas mehr getrunken hatte, als er sich gewohnt war. Er konnte Spannungen schlecht ertragen, versuchte immer auszugleichen, einen Konsens zu finden. Auch das war Carla nicht gewohnt. Doch sein Ablenkungsmanöver war gelungen. Jetzt wollten natürlich alle wissen, ob Eddie und Carla sich etwa heimlich verlobt hätten. Sie verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Doch wenn sie ehrlich war, genoss sie die Aufmerksamkeit.
Was, wenn sie einfach Ja sagen würde? Konnte es so einfach sein? Bevor Carla etwas sagen konnte, kamen die Kinder die Treppe hochgerannt. Zwei kleine Mädchen und ein größeres, an der Grenze zum Teenager. Die Kleinen rannten sofort zum Baum, hoben jedes Geschenk auf und schüttelten es. Es schien ein Ritual zu sein, etwas, das sie jeden Tag taten. Heather, die Große, tat so, als verstehe sie die Aufregung nicht, als stünde sie über allem. Endlich gesellten sie sich an den Tisch, die Kleineren drängten sich um Julie. Mama und Papa haben ein erwachsenes Gespräch, erklärte Maya, die Mittlere, ernsthaft. Wir sollen uns unsichtbar machen. So, so. Julie hatte Carla erzählt, dass ihr die Ehe ihrer Tochter Sorgen mache, dass sie es schwierig fand, sich nicht einzumischen. Mit glücklich verheirateten Eltern aufzuwachsen, schützte offenbar nicht vor Beziehungsproblemen. Wie sollte Carla gelingen, was die Tochter von Julie und Mark nicht schaffte? Doch das war die falsche Frage, dachte sie jetzt. Vielleicht lag es gar nicht daran, wie man aufgewachsen war, welche Vorbilder man hatte oder ob man zu viele russische Romane gelesen hatte. Vielleicht musste man sich einfach trauen, es einfach tun, Ja sagen. Heather zog nun Stühle an den Tisch, Mark holte zusätzliche Teller aus der Küche und Louise folgte ihm, um die Enchiladas aus dem Ofen zu holen, die er zu Hause vorgekocht hatte. Millie, das kleinste der Mädchen, war nun auf seinen freien Stuhl geklettert und starrte Selena ganz unverhohlen an. Sie streckte die Hand aus und berührte ihr Gesicht mit dem Zeigefinger, betastete prüfend ihre Wangen und ihr Kinn, als wollte sie sich versichern, dass Selena echt war. »Bist du die Eisprinzessin?«, flüsterte sie. »Opa Mark hat gesagt, die Eisprinzessin kommt zu Besuch.« Es wurde ganz still am Tisch. Auch die Geräusche aus der offenen Küche waren verstummt. »Die Eisprinzessin ist doch bestimmt blond«, dachte Carla, aber das sprach sie nicht laut aus. Sie wagte nicht, zu Selena hinüberzuschauen, suchte stattdessen Eddies Blick, der sie hilflos anstarrte. Julie sog hörbar den Atem ein. Am Ende war es Heather, die die Situation entschärfte. Sie rollte die Augen und kniete sich neben ihrer Schwester nieder. »Nicht Eisprinzessin, du Deppenkind, Maisprinzessin, Mais, verstehst du?« Die Kleine schob die Unterlippe vor. »Oma, Heather hat mich ein Deppenkind genannt.« Der Bann war gebrochen. Louise stellte die dampfende Auflaufform mit den Enchiladas auf den Tisch. Mark verteilte Plastikbecher und schenkte den Kleinen Traubensaft ein. Eine Weile waren alle mit Essen beschäftigt. Doch die Kleine hatte ihre Frage nicht vergessen. »Bist du die Maisprinzessin?«, fragte sie noch einmal, das M betonen. »Bist du eine richtige Prinzessin?« »Das bin ich. Willst du die Geschichte hören?« Zu Carlas Erstaunen zog Selena das Mädchen auf ihren Schoß. Ihr Gesicht hatte sich entspannt. Es war, als hätte sie den ganzen Abend nur darauf gewartet, dass jemand erkannte, dass sie in Wirklichkeit eine Prinzessin war. »Als ich jung war, hatte ich ganz lange Haare, bis hier.« Sie zeigte mit der Hand auf ihre Hüften. »Wie Shilomen, das Maismädchen, das Maispüppchen, die Maisprinzessin. Ihr Haar ist so lang wie die Fäden der Maiskolben.« »Hier«, sagte Louise und legte sein Handy auf den Tisch, mit dem er während des Essens gespielt hatte, was Carla etwas befremdlich fand. Aber offenbar hatte er etwas ganz Bestimmtes gesucht. »Hier«, sagte er, »das ist sie, meine Maisprinzessin, meine Königin.« Heather griff blitzschnell nach dem Gerät und studierte das Bild. Dann hielt sie es ihrer kleinen Schwester vors Gesicht, bevor sie es großzügig zu Carla hinüberschob. Das Bild zeigte eine schöne, ernste junge Frau, die tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit mit Selena aufwies. Die langen Haare waren mit einem Stirnband zurückgehalten, sie schien vier Hände zu haben und in jeder hielt sie einen Maiskolben in einer anderen Farbe. Weiß, gelb, orange-rot und violett.
Vor vielen, vielen Jahren, begann Louise, als ich bei ihrer Mutter um Selenas Hand anhielt. Ihr Vater lebte nicht mehr. Nicht, dass ich ihn gekannt hätte, warf Selena ein. Und plötzlich verstand Carla sie ein wenig besser. Also, fuhr Louise fort, ich reiste nach Seattle, wo Selenas Mutter lebte, und bat sie ganz traditionell um die Hand ihrer Tochter. Wohlgemerkt, das war in den 80er Jahren. Da hatte man es nicht so mit der Tradition. Jedenfalls Yolanda, so hieß Selenas Mutter, Yolanda sagte, sie müsse mir etwas zeigen. Und dann gingen wir die Straße hinunter und kamen bald zu einem etwas heruntergekommenen Gebäude. Und da war sie. Natürlich erkannte ich sie sofort. Schau dir das an, sagte Selenas Mutter. Du nennst dich einen Künstler? Das ist Kunst. Das ist meine Tochter, die Maisprinzessin. Das Gebäude wurde längst abgerissen, murmelte Selena. Und außerdem hat der Künstler alles durcheinander gebracht. Nordamerikanische und aztekische Mythen. Er war wohl einfach in mich verliebt. Natürlich war er das, nickte Louise. Selena lächelte gnädig. Aber das mit den vier Maiskolben, das ist richtig. Das ist schön. Das sind die vier Jahreszeiten, die vier Himmelsrichtungen, die vier Lebensphasen. Sie schaute zu Julie hinüber. Wir beiden? Wir sind violette Maiskolben. Das sind die schönsten, finde ich. Und ihr, sie zeigte auf die kleineren Mädchen, ihr seid noch weiß, ganz frisch und neu. Bei euch ist alles noch möglich. Du, Heather, du bist an der Grenze zu gelb, schon fast eine junge Frau. Und ich? Fragte Carla, obwohl sie es ja wusste. Sie war wie immer dazwischen. Nicht jung, nicht alt, nicht fremd, nicht zu Hause, nicht allein, nicht verheiratet, nicht Teil von irgendetwas. Du bist orange-rot, sagte Selena überraschend freundlich. Das ist das Beste. Das heißt, du bist reif. Reif? Carla musste lachen. Das klang nun nicht besonders schmeichelhaft. Ja, reif, insistierte Selena. Du hast genug Sonne abgekriegt und genug Regen. Du bist gewachsen. Du bist nicht eingeknickt und nicht verfault. Okay, der Vergleich ist etwas zweifelhaft. Aber du bist definitiv in der besten Phase deines Lebens. Für einen Maiskolben, murmelte Carla. Mein Maiskolben, sagte Eddie und schlug gleich die Hände vors Gesicht. Sorry, das kam jetzt ganz falsch raus. Alle lachten noch, als Carla aufstand und um den Tisch herumging und Eddie küsste, bis die Kinder protestierten. Dann schaute sie auf. Übrigens, ja, es ist so, wir haben uns verlobt. Danke fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen wunderschöne Viertig, so entspannt wie möglich.